Zurück bei Luigi's Mansion sind wir jetzt hier in einer Shopping-Meile angekommen und ja, mal davon abgesehen, dass Professor Igitt uns die ganze Zeit in der letzten Folge genervt hat, weil, Luigi, hast du das gesehen? Das geht ja mal gar nicht. Ja, der war... Was? Wieso kriege ich das nicht aktiviert? Hä? Nun gut. Wir haben ja jetzt Guligi und können damit jetzt diverse Sachen uns holen. Aber erstmal gehen wir hier mal in diese kleinen Geschäfte rein und wollen hier natürlich auch ein bisschen aufräumen. Ja, weil der Wachmann, der ist jetzt in der letzten Folge, die wir gesehen haben, natürlich da entsprechend auch weggegangen. Boah. Die Spinne nehmen wir auch mit. Alles hier Merchandise von den ganzen Bubus, ey, meine Güte. So. Oh, nice, Merchandise. Eigentlich ja geiler Merchandise, ne? Ob Nintendo damit andeuten möchte, ey, wir bringen auch bald so welche Bubu-Schuhe raus. Weil geil, sehen sie ja schon aus. Habe ich gerade mal so gesehen. Ja, komme ich nicht durch, schade. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas aktivieren können. Oh, Igitt, du nervst. Kann ich das auch alles einsammeln? Nee, ne? Warum kann Guluigi nicht da? Wahrscheinlich, weil es ein separater Raum ist, ne? Hallöchen. Haben wir noch irgendwas? Außer Money, Money, Money. Eine Zelle. Und wir haben einen ganz speziellen Schlüssel bekommen. Irgendwas? Nein. Ernsthaft, wegen einer Münze? Achso. Er müsste jetzt ja das da aufmachen können, ne? Oder auch nicht. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Hier kann er. Ah ja. Das heißt, der Luigi? Luigi? Kann jetzt hier die Kasse öffnen. Moment, mir fällt gerade mal was auf hier. Da ist irgendwie so eine Lücke. Ach, ich würde gerne manchmal drehen, aber funktioniert nicht so. Hä? Wie gebe ich denn das dem Guluigi? Hä? Ja, es ist da, aber wie gebe ich dem das? Teamspiel. Laufen. Karte groß klein, Ziel oben, Luigi deaktivieren. Empfindlichkeit Gyrosensor. Ach, der ist auch aktiv, okay.
Saugen, Blasen, Überspringen, Aktionen, Düsterlampe, Roboblitz schleudern, Halten, Mitdrehen. Ah, so kann ich mich mitdrehen, okay. Aber es ändert immer noch nichts an der Sache, dass ich hier nicht reinkomme. Kann der Guluigi da was machen? Ach! So kann er das nehmen. Okay. That makes sense. Er muss es sich abnehmen oder klauen, wie auch immer. Ein Herzschlüssel. Na komm her. Ich mach ihn mal eben so platt. Na komm. Na komm. Ich mach ihn so platt. Oh, da war die Freudenanimation aber kürzer als bei dem anderen. Herz. Das ist jetzt Herzform, ne? Herz ist unten rechts, glaube ich. Genau, Karo kommen wir noch gar nicht rein. Also gehen wir hier rein. Ich habe gerade noch was gesehen, was ich noch nicht gesaugt habe. Na komm, wieder ein Geist. Genau das da. Aha. Okay. Da passiert auch nichts. Saugen kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Hä? Ach. So geht's. Wow, viele kleine. Danke. Und tschüss. Nicht mit mir, ihr kleinen Geisterlein. Aber guck mal, was das an Geld ist. Ich weiß, ihr seht nicht, wie viel Geld ich habe. Das ist auch ganz gut so. Wahrscheinlich würdet ihr sonst nämlich immer sagen, ah, Droh, da fehlt aber noch was. Jo, mag ja sein. Ah. Manchmal stehe ich echt zu sich dran und dann habe ich da echt Probleme. Na, kommt. Geschenke rein da, rein da. Und du auch rein. Ansonsten ist hier nichts weiter. Ah, Moment. Ernsthaft? Ne, da kann ich nichts machen. Und da haben wir Peak. Den Peak-Schlüssel. Peak, Peak. Jetzt können wir da hoch. Zu Peak. Und auch hier bekommen wir dann eine... Oh.
Ach, super. Ja, schön, dass wir das mal geklärt haben. Das war jetzt totaler Schwachsinn. Da hätte ich gar keine Kassen gemacht. Und hätte sie dann erscheinen lassen. Aber dass sie jetzt so einfach verschwindet, fand ich jetzt ein bisschen, weiß nicht, komisch. Moment. Ah. Wir müssen da erstmal versuchen, ihn da entsprechend... Oh, schön, kann man auch kaputt machen. Ha. Na komm, 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 komm. Genau, einfach hier mal die Einrichtung kaputt machen. Kann man ja machen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel habe ich denn überhaupt? So, ich glaube, mit dem muss ich jetzt runter. Oh oh. Nimm mir mal den Schlüssel ab. Geh mit dem Luigi runter. Es ist halt die Frage, wie komme ich da in das Ding da rein? Kommt Luigi da so durch? Nee, ne? Durch Glas komme ich aber auch nicht durch, oder? Muss es da irgendwo einen geheimen Weg geben? Wie könnte ich da reinkommen? Moment, wartet mal. Ah. So könnte ich da reinkommen. Moment. Wieso kommt er dadurch, aber da nicht? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, ne? Ich weiß, dass ich mit dem nach unten und oben ziehen kann. Gehen wir hier wieder runter. Gehen hier rum. Und der darf da jetzt rein. Okay. Dann verliere ich den Schlüssel auch nicht. Wow. Hier sind wir jetzt schon wieder ganz anders. Wie soll ich da raufkommen? Hallo, wie komme ich da wieder zurück? Ja. Ja. So. Nein, gib den Schlüssel wieder zurück. Oh, oh, oh. Yeah.
Schreckwegflug. Ihr beide könnt euren Schreckwegflug gleichzeitig verwenden. Nicht nur zum Saugen. Ja. Weiß ich. Wieso darf ich da nicht runter? Ich musste da jetzt nicht wirklich durch, oder? Ach, was habe ich denn vergessen? Was könnte ich denn machen? Warte. Kommt der hier? Komm her! Nee, schaffe ich doch nicht. Ja. Aber wie soll ich denn da reinkommen? Das geht nicht. Geht auch nicht. Was kann ich denn jetzt hier machen? Ah. Nein, du sollst den Schlüssel da lassen. Was hat es damit auf sich? Irgendwas übersehe ich, irgendwas ganz Wichtiges. Ja. Wartet mal. Ah, da komme ich gar nicht ran. Na, kommt. Nee, es geht nicht. Ich komme hier aber auch nicht runter, ne? Da komme ich aber auch nicht lang, oder? Nee. Und oben ist auch nichts, ne? Irgendwas übersehe ich. Da komme ich auch nicht hoch. Gut, Leute. Ich muss jetzt erstmal weiter rätseln, wie ich da was weiterkomme. Denk daran, dass du mich nicht mehr bei der Verwendung von Schreckwegflug beachten solltest, Luigi. Durch R kannst du zwischen Luigi und Fluigi hin und her wechseln. Wer deaktiviert wird, aber gerade eine Aktion ausführt, hört damit nicht auf. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja komplett in Ordnung. Das ist ja akzeptabel. Aber ich wüsste jetzt echt nicht, was ich machen sollte. Jetzt bestimmt irgendwas zum Saugen oder so. Ach. Und die andere Seite auch, oder was?
Ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trott rein. Tschüss.